Ja, wir haben hier in der E-Klasse 213 Limousine einen DAB-Tuner nachgerüstet und einen DVB-T2 TV-Tuner nachgerüstet. Ich verstehe das auch nicht, hier mit dieser Taschenlampe, ne? Ich verstehe das nicht, die leuchtet mir immer ins Gesicht, weil ich immer aus Versehen drankomme irgendwie. Und dann komm ich mal. Hat hier einer die Kindersitzstellung. Das ist echt beeindruckend. Es gibt sie nicht. Das Geweih, das ab, es wächst sofort ein neues. Und was uns ein Geweih ist, im Gegensatz zum Horn, wie bei einer Kuh. Das Bild bleibt konstant. Warum bleibt das Bild konstant? Jedes Jahr neu. Jürgen? Das heißt, der Hirsch. Weil wir eine TV-Freischaltung eingebaut haben, dass man während der Fahrt auch TV schauen kann. Aber nur der Beifahrer. So, den TV-Tuner haben wir jetzt verbaut. Ich habe ihn gerade getestet, funktioniert einwandfrei. Und jetzt kommt eine Karte in den TV-Tuner von Freenet. Mit der kann ich dann, also mit dem Tuner, so wie er jetzt verbaut ist, kann ich nur die öffentlich-rechtlichen Programme sehen. Mit dieser Karte kann ich die privaten Sender auch sehen und das Ganze noch in HD. So, wir haben hier DAB eingebaut, wie man sieht, oben DAB. Absolut Relax heißt die Sendung, Radio Pop. So, Unterschied zum, ich sag mal in Klammern, analogen Radio und dem DAB ist halt, DAB ist ein digitales Radio, wo man wesentlich einen wesentlich besseren Empfang hat und man eine ganze Menge Sender empfangen kann auch. Insofern eine super Sache. Yeah.